Also ja, wir hatten heute Morgen schon die Superkrise um 6 Uhr morgens oder 6:30, weil mein Sohn irgendwie nicht mehr in die Schule gehen möchte. Ja. Und ich natürlich als Mutter so jetzt in diesem Konflikt bin, ist die Schule wirklich der richtige Weg überhaupt für mein Kind oder ist Freilernen vielleicht doch besser? Aber ich habe ja zwei Kinder und für das andere Kind, der ist ganz glücklich in der Schule. Und deshalb, ich habe diesen Riesenkonflikt gerade in mir drin. Ich mache ich als Mutter das Richtige? Da kriege ich so kurze Gänsehaut im ganzen Körper. I know that feeling so well. Ja, du kannst mich nachvollziehen, genau. Ja, also mit drei Kindern habe ich mir bei allen drei Kindern oft diese Frage gestellt. Bei den Buben weniger. Da war ich noch sehr mit dem System eigentlich zufrieden. Also ich wusste, es ist fehlbar, ja, und es ist nicht alles so, wie ich wollte, aber es war im Schnitt besser als gedacht. Und die Buben konnten sehr gut eigentlich mit dem System umgehen. Also da hat sich's nicht so gefragt, aber mit der Grace auf jeden Fall. Also die Grace ist ja jetzt schon in der, ich kann gar nicht zählen, ich glaube, der fünften, sechsten Schule. Ist oft auch ganz stolz drauf mittlerweile, dass sie sagt, ich habe schon in so vielen verschiedenen Plätzen gelebt, so viele verschiedene Schulen besucht, so viele verschiedene Lehrer kennengelernt. Aber es ist mitunter auch eine ganz schöne Challenge, vor allem wenn ich jetzt merke, wie unser System, also zumindest das Schulsystem, oh, wir haben einen Werner, ich hoffe, das ist eine Göttin, die dabei ist. Wir ja jetzt sehen, dass das System ja zusammenbricht, oder? Es ist einfach nicht mehr das, was es einmal war. Definitiv nicht. Das ist ja nicht schlecht. Aber es ist auch noch lang nicht dort, Ja. wie wir es haben wollen, ne? Wo wir wirklich ein gutes Gefühl haben, unsere Kinder so viele Stunden am Tag irgendwo hinzuschicken in eine Schachtel, basically, ne? Und in dieser Schachtel Frontalunterricht zu erhalten, dass ihnen gesagt wird, was richtig ist und was nicht richtig ist und wie viel von dem Wissen ist wertvoll, einer. Aber Wir was? waren. Der Punkt ist, meine Kinder gehen ja schon auf eine teure, private, richtig gute Montessori-Schule. Ich meine, besser wird die Schule hier in Deutschland nicht mehr, ja. Und Hilde schreibt auch gerade im Chat, ein Kind kann ja zur Schule gehen und das andere nicht. Nein, Hilde, in Deutschland ist es leider illegal. Wenn ich den Weg gehen würde, dass meine Kinder nicht in die Schule gehen, müsste ich das Land verlassen, was ich durchaus immer mal wieder als Option in Erwägung ziehe. Aber ich kann ja nicht mit einem Kind das Land verlassen und das andere Kind hier mit meinem Mann hier lassen. Ja, das ist auch nicht. Es gibt schon, also der Schritt zu sagen, okay, ich gehe aus dem System raus und ich kreiere mein eigenes System, sprich, mache Homeschooling, in welcher Art auch immer, nehme das privat in die Hand, ist die Entscheidung vielleicht, vor der du gerade stehst. Ne? Und bei diesen Überlegungen kann ich dir sagen, also ich habe mir dazu immer überlegt, okay, privat mein Kind unterrichten, es ist möglich und definitiv auch etwas, worin ich investieren würde. Aber was mich davon abgehalten hat bis jetzt, war immer das soziale Faktor. Weil ich auch viele Kinder kenne, die gehomeschoolt werden und das funktioniert mal schlechter und mal besser. Und der Tenor, den ich jetzt auch aus meiner Arbeit heraus vielleicht auch, den ich merke, ist, dass die Kinder wirklich, sie sind anders, ganz, ganz anders. Und es fehlt ihnen oft die soziale, emotionale Kompetenz, mit anderen Kindern des gleichen Alters umzugehen. Und ich sehe es auch schon in der Grace. Grace ist definitiv ein anderes Kind. Und mit diesem Anderssein kommen natürlich alle anderen Herausforderungen auch. Und die sind ja an sich gut. Und auf der gleichen Seite denke ich mir, ich selber möchte ja mit dem System noch umgehen können. Ich möchte im System integriert sein, damit ich von in dem System heraus Veränderungen wahrnehmen kann. Eins hat mir mein Papa, ein sehr weiser Mann und eigentlich ein Physiker, mir als Kind schon erklärt. Er hat gesagt, weißt du, es ist viel schwerer, ein System von außen zu verändern, wenn du nicht Teil des Systems bist. Also außen quasi so ein Zaunkläffer zu sein und sagen, das stimmt nicht und das ist nicht okay und das sollte anders sein. Es ist eine ganz andere Position, wenn du im System bist und in dem System teilnimmst und sagst, hey, lass uns das und das verbessern. It's just different. Und daher habe ich bis jetzt beschlossen, im System zu bleiben, in vielen Bereichen, wo es notwendig ist, und gleichzeitig zu schauen, wie kann ich alternative Strukturen kreieren, die
die negativen Effekte vom System ausgleichen, die mir mehr Freiheit geben und so eine Hybrid-Version zu machen. Und mit diesem Hybrid-Sein fahre ich momentan am besten, weil ich weiß, wo die Mankos im System sind. Und für mich ausschlaggebend für die Grace ist sie glücklich. Sehe ich, dass sie weiter wächst, dass sie ihre Herausforderungen meistert, dass sie Freude am Leben hat. Und solange sie Freude am Leben hat und mit dem gut umgehen kann, sehe ich meine Aufgabe eher darin, sie darin zu bestärken, ihren eigenen Weg zu finden und aus dem System das Beste sich zu nehmen, damit ihr eigenes aber auch zu kreieren. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, und genau daran scheitert es, weil ich sehe ihn nicht glücklich, wenn er hingeht. Ich sehe ihn aber auch nicht glücklich, wenn er zu Hause ist. Also so, maybe he needs help. Maybe he needs help. Ja, ja, das ist der Punkt eigentlich. Er braucht irgendwas, muss sich verändern, weil irgendwas ist nicht. Er strauchelt einen Moment damit umzugehen. Ja, wahrscheinlich. Also, und wie alt ist er denn jetzt? 7. Naja, schau, 7. Der macht gerade diesen Sprung in der Gehirnwelle von Theta auf Alpha. Und that's huge. Ich meine, du weißt ja selber, meditieren Theta und Alpha. Alpha ist, ja, Alpha haben wir schneller mal. And that's a big shift. Und in diesem Shift, wenn Kinder ihre Gehirnwellen in eine nächste Frequenz bringen, muss sich ja alles wieder neu verdrahten. Nicht so extrem wie in der Pubertät. Da muss es ja das Reset, right? Da gehen wir ja in Beta dann. Aber von Theta auf Alpha ist auch ein Sprung. Und das ist ja auch genau das, wo wir dann eben in auf den Konflikt geraten mit dem, was in unserer Außenwelt ist, weil wir sie ja mehr merken. Kinder, wenn sie ganz klein sind, sind ja so in ihrer eigenen Welt drinnen. So, aber also kleine Kinder, ich merke den Unterschied sonst schon von 3-jährigen Yoga-Kindern zu 5 Jahre. Mit 3 Jahren, they're dreamers, die sind irgendwo in irgendeiner Bubble drinnen. Und die 5-Jährigen, die geben schon mehr Gas. Die wollen schon mehr von der Außenwelt integrieren und den Nachbarn anstupsen und mit dem Stuffy irgendwie eins über den Kopf geben. Und die spielen ganz anders. Ne? Und dann mit 7, das ist ja normalerweise das Alter früher gewesen, wo wir in die Schule gegangen sind. In vielen Kulturen ist ja 7 erst wirklich, da fängt die Schule an. Vorher ist es noch viel mehr Spielen. Es ist ja nur im deutschsprachigen Raum so Usus, dass wir schon mit 6 anfangen, im englischsprachigen Raum mit 5. Die gehen ja 5, mit 5 ist schon Schule. Die Schule ist natürlich auch spielerisch und der angelsächsische Raum unterrichtet anders als der deutsche Raum. Aber trotzdem, also ich habe Verständnis für deinen Sohn, dass er jetzt gerade mit Schule und Freunden und dem Ganzen einfach eine Umstellung erfährt. Und ich glaube, dass du ihm, ich bin mir sicher, dass du ihm sehr gut helfen kannst, indem du ihm zeigst, wie er mehr Frieden in sich findet. Weil es ist ja auch ein Punkt, dass Kinder gerade mit 7 auch merken, hoppala, das rennt ja nicht immer so, wie ich will. Bam. Right? Und die ganzen Strategien, die sie als Kleinkinder verwendet haben, um Kontrolle zu bekommen, um Macht ausüben zu können, ist ja ein natürliches menschliches Bedürfnis, funktionieren ja oft nicht mehr. Du kannst dich ja als 7-Jähriger, ich meine, du kannst schauen, aber es wird nicht mehr den Effekt haben, dich auf den Boden hauen und einen Tobsuchtsanfall kriegen, der mit 2 noch völlig okay ist. Right? Mit 7 in der Schule, not so much. Also, das ist, was heute passiert ist. Genau, und wo, aber nee, danke für deine Erinnerung, Joy. Du hast recht, dass die. Ich habe nicht dran gedacht. Ich weiß es ja eigentlich auch mit den Gehirnwellen, dass sie in dem Alter sich wechseln. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Du hast recht. Das ist deswegen reden wir ja. Das ist ja das Spannende, oder? Das liebe ich ja an unseren Göttinnenzirkeln, dass diese Themen ganz organisch hochkommen. Ich kann mir vorher aufschreiben, was ich will. Ich schreibe mir immer vorher ein Thema auf, was mir kommt. Aber ich halte an dem nicht fest. Ich schreibe es einmal auf, da liegt es und dann schauen wir mal, was passiert. Und hier sind wir und wir reden eigentlich über Kinder. Und das ist ja immer wunderschön für mich, weil ich ja, wie ihr wisst, viel mit Kindern arbeite und viel mit Kindern lerne.
Und ich finde es ganz, ganz spannend, wenn wir uns darüber unterhalten, was wir eigentlich von unseren Kindern möchten, was wir für sie möchten, wie wir selber im System uns zurechtfinden, was wir da von unseren Kindern verlangen, wie wir als Team das eigentlich machen müssen, ne? Und Conny schreibt gerade, guten Morgen an alle, bin auch Lehrerin und versuche im System anders zu arbeiten. Und Entschuldigung, dass ich esse, du kannst gern essen, sie kommt gerade vom Yoga. Ja, so. Conny, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wenn du nicht jetzt gerade isst, wie es dir da als Lehrerin geht, was da deine Einsichten sind und was vielleicht auch dein Tipp an Sarah jetzt gerade wäre, wie könnte sie denn mit ihrem Sohn reden, mit ihm umgehen, was hättest du für Tipps? Vielleicht magst du dich freischalten. Sarah, ich mache dich einmal zum Kurs, dass du mitwalten kannst. Ja, gute Idee. Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt nicht den ganzen Anfang mitbekommen. Ich habe nur mitgekriegt, dass es irgendwie um Schule ging und sich jemand nicht wohlfühlt. Also ich habe selber 3 Jungs und habe die Corona-Zeit voll mitgekriegt und da hat es bei mir auch echt Klick gemacht. Und ich würde immer die Kinder mitnehmen. Also mein Jüngster, der wollte auch unbedingt in die Schule gehen. Und ich habe gesagt, spinnst du so ungefähr? Und der wollte einfach in die Schule gehen. Und das würde ich, das ist so mein Tipp. Das kann ja auch in der Schule sein, dass da eine tolle Lehrerin ist, dass da ein toller Freund ist, was auch immer. Also ich habe, wie gesagt, das Problem jetzt am Anfang nicht mitbekommen. Und wenn das der Fall ist, so wie die Joy auch gesagt hat, ja, bei der Grace, dann kannst du als Mutter, glaube ich, dich auch entspannen. Dann ist das genau das, was für dein Kind gerade richtig ist. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern er will ja nicht. Ach, er will nicht, okay. Der eine will und der andere will nicht. Deshalb ist auch die Option aus dem Feld, einfach ins Ausland zu gehen und frei zu machen. Die Option ist eigentlich nicht da, weil der andere geht gar nicht. Also es ist dieser extreme, wo man sich denkt, um Gottes Willen, wieso bin ich Mutter geworden? Das habe ich mir nur dabei gedacht. Kennt wahrscheinlich jede Mutter diese Konflikte, wo man alles versucht, unter einen Hut zu bringen. Ja, wir wollen ja, dass es allen gut geht. Da sind wir wieder beim urweiblichen Thema Caretaking. Wir wollen schauen, dass es allen in unserer Bubble gut geht. Und erst wenn es allen in unserer Bubble gut geht, glauben wir, kann es uns gehen. Dabei müssen wir es ja umdrehen, indem wir schauen, okay, wie geht es mir gut? Wie bin ich kohärent und kongruent mit dem, was gerade ist? Wie kann ich Frieden finden, damit alle anderen um mich herum auch ihren Weg finden können? Und es gibt ja viele Hybrid-Versionen auch, wo also ich kenne Familien, wo ein Kind oder mehrere Kinder homeschooled werden und andere ins System gehen. Also es ist alles möglich. Ich glaube, es geht eher darum, jetzt zu finden, was ist für euch genau das Beste. Und ich habe erkannt, und Corona war da auch ein großer ausschlaggebender Punkt, weil wir sind ja zufällig genau zu Beginn von Corona nach Salzburg gekommen. Wir sind aber nur deswegen eigentlich nach Salzburg gekommen, weil ich unbedingt wollte, dass die Grace Deutsch lernt und Grace Deutsch spricht. Ne? Und dann kommen wir nach Salzburg und sind gleich mal in Quarantäne mit meiner Mutter daheim, auch englischsprachig, und die Schulen sind zu. Dann war ein bisschen was von Schule, aber nicht, dass soziale Kontakte notwendig wäre, vor allem für ein Kind, das aus dem Ausland kommt und überhaupt niemanden kennt in der Klasse. Ne? Kein Wort Deutsch spricht. Also es war wirklich heftig. Und in Corona hatte ich aber das Glück, dass ich sehr viel Zeit hatte für die Grace. Und trotzdem habe ich erkannt, ich will nicht die Hauptlehrerin von meinem Kind sein im schulischen Bereich. Ich bin ja sowieso das Hauptrollenbild als Frau für meine Tochter. Ich bin die Mami. Ich kann Freundin sein für sie, was ja auch, in dem Sinn musste ich ja mehr vermehrt sein, weil keine anderen Kinder da waren. Du konntest ja auch nicht Playdates machen. Du konntest ja nicht wild irgendwelche Kinder einladen zum Spielen. War ja halt nicht möglich, ne? Und da habe ich gemerkt, nein. Wenn ich jetzt auch noch die schulische Ausbildung übernehme, einfach nur das Projekt auch mit Lehrern, das ist mit steil. Das traue ich mir nicht zu. Weil es wäre für mich, wenn ich es ernsthaft mache und in der Art und Weise mache, wie ich mir das qualitativ vorstelle, it's a full-time job. Also Hut ab an alle Lehrer. Das ist ja nicht ein wir gehen ja nicht strikt in die Schule und schauen, ach, beaufsichtigen, sondern wir wollen ja was mitgeben. So, deswegen, ja, wir sind im System und ich habe viel Freude damit, am Weg zur Schule, am Weg zurück zur Schule, von der Schule, daheim, viele Gespräche mit ihr zu haben.
und schon auch das Gespräch zu haben, weil sie ja auch als eben als Mädel, das sehr weit gereist ist, mehr Flugmeilen hat wahrscheinlich als die meisten von uns hier als Erwachsene, ist sie natürlich ein anderes Kind. Und dass sie als anderes Kind dann mit Themen wie Mobbing von Anfang an zu tun hatte, auch in holistischen Schulen, in den super tollen Privatschulen, in allen, ist auch klar. Nur ich habe dann auch erkannt, oha, wenn das passiert, dann muss dieses Kind aber auch irgendwas in sich lernen, dass sie nicht mehr Opfer ist dessen. Weißt du? Und wir haben dann viele Gespräche auch gehabt nach einigen, es ging ja jahrelang so dahin, dass das immer wieder aufgetaucht worden ist, immer dieses, nein, du bist anders, du gehörst nicht dazu und dieses Verurteilen und sich gemobbt fühlen, kam dann schon an den Punkt, wo ich gesagt habe, Gracieline, wir müssen uns jetzt aber schon überlegen, was in dir zieht das an? Weil ich als Mami will dich natürlich immer schützen. Für mich bist du das tollste Kind auf Erden. Eh klar. Nur, solange wir in diesem System leben, und das tun wir, auch wenn wir nicht in die Schule gehen, müssen wir damit zurechtkommen. Und du wirst einen Weg finden müssen, in Deutsch, mit diesen Arschlöchern auch umzugehen. Weil Arschlöcher wird es immer geben. Ob es nicht in der Schule ist, dann wird es irgendwann später im Job sein. Das ist die Aufgabe eines Arschlochs, aufzutauchen, um uns was beizubringen. Und wenn wir uns aber immer von dem verstecken oder von dem weglaufen oder was auch immer, dann lösen wir das Problem nicht. Und ich kann jetzt, Gott sei Dank, jetzt ist sie 13 und gerade in der Pubertät ist es ja noch einmal, sind andere spannende Themen da, aber ich sehe, wie sie in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Identität gewachsen ist durch all diese Herausforderungen. Und mittlerweile können wir lachen über die ganzen Mobbing-Geschichten und die fiesen Kommentare, die oft kommen. Und ich glaube, mein größtes Erfolgserlebnis als Mami war gerade letzte Woche oder was. Da kommt sie heim und dann erzählt sie mir, man muss dir vorstellen, was heute passiert ist. In der Pause kommen zwei Mädels auf mich zu und dann sagen sie mir, schauen mich an und dann sagen, was hast denn du heute an? Das ist doch nicht hübsch. Und ich schaue sie an und sage, okay, und was hast du gesagt? Und sie gesagt, ich habe gesagt, und wer fragt? Und in dem Moment habe ich gedacht, yes, and now we're there. Jetzt ist sie okay damit. Und ob irgendwer ihren Bulli hübsch findet oder nicht, es ist ihr wirklich wurscht mittlerweile. Und sie kann eben dann wirklich aus dem Stegreif eine Antwort geben wie, wer fragt? Und vielleicht hilft das, Sarah. Ja, ihr habt mir schon sehr geholfen. Und es stimmt schon, man darf nicht die ganzen Lernaufgaben den Kindern ja auch abnehmen. Und was mir auch kam, wo du geredet hast, oder Conny, ich weiß es noch nicht mehr, wer von euch beiden, war dieses Ding mit diesem, jetzt hat gerade bei mir so Klick gemacht, so dieses, ich darf ja jetzt auch nicht der Schule oder dem System die Schuld geben für alles. Ja, weil dann müsste es so sein, wenn er nicht geht, ist er hier überglücklich und freudestrahlend. Und dann könnte ich vielleicht sagen, okay, das ist wirklich die Ursache, ja, aber so ist es nicht. Und das hat bei mir gerade so Klick gemacht, wo ich mir denke, eigentlich muss ich mir nicht die Frage stellen, ist die Schule der richtige Weg, ja oder nein, sondern ich muss mir eigentlich die Frage stellen, wo braucht er Hilfe, was ist eigentlich los? I love that. I love that. Danke euch für euren Support. Wunderbar. Danke dir fürs Thema liefern. Ja, ich habe gleich ein Folgethema, was vielleicht für alle hilfreich ist, weil ich hatte gerade nämlich auch ein Team-Meeting mit meinem Team und wir haben gespürt, dass gerade das Thema inneres Kind so richtig hoch am Kochen ist bei allen unseren Kursteilnehmern, also bei allen meinen Kursteilnehmern. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ja gerade auch ein kollektives Thema, wo wir vielleicht ja auch heute was dazu machen wollen können. Möchten, gerne. Dass ihr das auch alle fühlt. Also so, vielleicht ist das ja jetzt auch nur meine eigene Projektion. Wir stimmen einfach ab, mein Schatz. Wir machen so und sagen, okay, wer von euch würde heute gerne ein inneres Kind-Thema behandeln, transformieren? Raise your hand. Und dann schauen wir einfach. Fast alle. Ich sehe viele hin. Manche sagen, nö, können wir jetzt nicht so viel anfangen. Ist auch gut, denn innere Kinder haben wir ja alle genug. Und ihr könnt ja das Thema, was hochkommt, in eurer Art und Weise dann bearbeiten. Es sind ja alles immer nur Vorschläge von uns, oder Sarah? Ja, genau. Gut. Also da du das Thema gebracht hast, dann fangen wir gleich mit dir an, würde ich sagen. Und dann sag uns doch einmal, welches innere Kind von dir wurde getriggert, fühlte sich angesprochen durch dieses Thema, das du mit deinem Sohn erlebt hast. Wenn du dich mit dieser kleinen Sarah verbindest, wie alt ist sie denn? Also ich würde sagen, die ist so 7, 8. Ja.
Und dann stellt sich jede andere Göttin hier vielleicht auch die Frage, dadurch, dass wir darüber geredet haben, spürst du mal in den Körper rein, du kannst mal den Körper bewegen, du mal den Körper verbinden, also sich irgendwie berühren, wherever that feels right, nimmst du mal Kontakt auf mit dem Körper. Ja, hallo Körper. Der Körper merkt sich ja alles, ne? Also das, alles ist ja gespeichert. Also jetzt aktivieren wir mal den Körper. Ah, es fühlt sich auch so gut, sich selbst ein bisschen so massieren. Gut. Dann werdet euch eurer Erdung bewusst. Knallen wir mal unsere Wurzeln tief in den Erdboden hinein. Und atmen mal tief ein und aus. Noch einmal einatmen. Und dann die Luft ausatmen. Macht seinen Ton. Noch einmal einatmen. Und ausatmen. Nice. Okay, dann schließen wir die Augen. Atmen einmal in diese Wurzeln hinein. Rollen die Augen nach oben, so als würden wir durch unsere Kopfmitte hindurchschauen wollen. Dann sagen wir, auch wenn ich nicht weiß, wie ich mich jetzt mit meinem inneren Kind verbinde, das am meisten meine Hilfe oder meine Liebe braucht, so weiß ich nur, dass es jetzt so ist und ich bin erfüllt. Ich lösche alles in mir, was mich davon abhalten könnte. Und ich lade mir alles herunter, was ich jetzt dafür brauche, mit Freude, Leichtigkeit und Anmut. Danke, so ist es, so sei es oder etwas noch Besseres. Einmal ein- und ausatmen. Und dann spürst du mal rein, wie alt ist dieses Kind, das sich gerade angesprochen gefühlt hat. Welche Zahl kommt hoch und schreibt sie auf. Mein Mädel ist 5 Jahre alt. Wie alt ist eure junge Dame? Da nochmal Spotlight und jetzt holen wir uns die Sarah auch her. Hola! So I'm 5 years old. How old are you? Ja, ich bin zwischen 7 und 8 und ich sehe auch schon die Szene und alles und die Verzweiflung und. Oh, wieso bist du verzweifelt? Also ich sehe diesen Moment, wo ich mich so ganz allein gelassen fühle mit meinen Problemen und so das Gefühl hat, niemand versteht mich und so ganz zurückgezogen, so wie als würde ich so zusammenkauern, so meine Beine umschlungen und so denken, ja, niemand versteht, wie schlecht es mir eigentlich geht und niemand kümmert sich auch um mich. Wo spürst du das? Wo sind diese Gefühle? So Brust, Herz, Chakra-Bereich. Dankeschön. Das, wie so ein inneres, so ein Aufgeben, so es kriegt eh keiner mit, wie schlecht es mir geht. Ja, so. Mir fällt auch auf, dass du die Augen zu hast, dass doch das Gefühl ist, sieht dich niemand? Ja, sieht mich auch niemand. Ich bin da irgendwie wie, als wäre ich da ganz alleine und würde so wirklich so zusammenkauern und heulen. Und hört mich und niemand versteht überhaupt, wie schlecht es mir geht. Ja. Da kann ich nachvollziehen, wie hoffnungslos und verzweifelt sich das anfühlt. Was brauchst du denn? Ich glaube, ich bräuchte einfach irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, also vom Gefühl her vielleicht jemanden, der mal kommt und fragt, wie es mir geht und der zumindest versucht mal mir zu helfen und einzufühlen. Dann holen wir uns jetzt die große Sarah her. Ist das okay für dich? Okay. Gut. Also dann machen wir einen tiefen Atemzug. Und jetzt holen wir die große Sarah rein, Göttin Sarah. Und jetzt würde ich die Göttin Sarah bitten, dass sie sich zur kleinen Sarah dazusetzt. Und vielleicht schau mal, ob die kleine Sarah so einen Arm rum sie das akzeptieren würde, ob ihr das helfen würde. Bitte mal an. Geht ja. Weil ja. Die Göttin sieht so freundlich aus und hilfsbereit. Well, gut. Und dann als Sarah-Göttin sagst du der kleinen Sarah jetzt mal, sag ihr mal, du schau, wir zwei, wir teilen uns das gleiche Herz. Das heißt, ich kann dich nicht anlügen.
Und dann sage ich, und ich bin gekommen, weil ich gemerkt habe, dir geht's nicht gut. Und ich möchte jetzt ein paar Sachen sagen. Ich möchte erstens sagen, dass ich dich unglaublich lieb habe und ich schätze dich so. Und du bist sowas Besonderes und ich achte dich und ich sehe dich. Und ja, es tut mir so leid, dass dir nicht gut geht, dass du dich so verzweifelt fühlst und das Gefühl hast, dass sich niemand kümmert um dich. Und ich möchte sagen, ich bin da für dich. Und weißt du, ich bin dein Beschützer. Ich bin diejenige, die dir helfen kann. Weil, weißt du, es werden im Leben viele Dinge passieren, die vielleicht unverständlich wirken. Und dann wirst du vielleicht das Gefühl haben, du bist ganz allein. Aber das stimmt nicht, denn ich bin immer da. Und ich möchte, dass du weißt, dass egal wie dunkel es gerade ist und egal wie schlimm sich gerade alles anfühlt, du wirst da durchgehen und du schaffst das und du lernst jedes Mal etwas. Und dann schau, was du ihr noch sagen könntest, was ihr jetzt helfen würde. Was kommt dir da? Also komm noch so, schau mal, ich hab's doch geschafft. Du siehst mich doch jetzt, wie ich hier so glücklich bin. Und es sind ja jetzt keine leeren Worte. Du kannst mich ja hier anschauen. Ich bin ja quasi dein Ich in der Zukunft. Und wir haben das geschafft, trotzdem unseren Weg zu gehen und glücklich zu werden. Und dein Gefühl, was du jetzt hast, dass du nie wieder glücklich sein wirst, das ist... Es fühlt sich im Moment real an, aber wir werden das lösen zusammen. Mhm. Mhm. Wirklich werden. Und dauert vielleicht ein bisschen, aber du kannst darauf vertrauen, dass weil wir sind richtig, richtig cool zusammen. Right? Und was sagt sie dazu? Wie fühlt sich das an? Ich habe das Gefühl, sie hat richtig Freude damit. Ja, also sie fühlt sich, also irgendwie so der Satz, den du gesagt hast, wir haben ein Herz, ich kann sie gar nicht anlügen, der hat irgendwie so sie ziemlich überzeugt, dass es wahrscheinlich stimmt, dass ich die Wahrheit sage. Also die Göttin Sarah, dass ich sie eben nicht anlüge, wie so manche Erwachsenen oder so. Right? Und jetzt denke ich mir, vielleicht zeigst du der Sarah einmal, wie sie mit uns was klopfen könnte, wie sie dann gleich ganz viel besser geht. Und dann zeige ich doch einmal den Switch. Und dann schnappt dir die kleine Sarah und sagt, hey, schau mal. Und dann sagst du, ich liebe und akzeptiere mich. Ich liebe und akzeptiere mich. Genauso, wie ich jetzt gerade bin. Genauso wie ich jetzt gerade bin. All meinen Gefühlen. Mit all meinen Gefühlen. Und all meinen Geschichten und meiner Vorstellungskraft. Also ehrlich gesagt, denkt sie, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, aber sie sagt schon, ich rede für dich. Du mach einfach mit. Okay, sie muss ja nur das machen. Okay. Und jetzt weiß ich, dass ich beschützt bin. Dass ich gesehen werde, weil ich sehe mich. Und dann sage ich, ich höre dich und ich höre mich und ich bin da für dich. Und dann atme noch einmal. Und dann könntest du hier kitzeln anfangen. Schau mal, ob du sie hier kitzeln könntest. Links. Und dann sagt er, ja, dann, ja genau, die andere Seite. Und dann sagst du, hey, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du kannst das, du schaffst das und du bist es so wert, dieses tolle Leben mit mir zu leben. Und wir werden das jetzt gemeinsam schaffen. Und ich bin da für dich. Sag ihr all diese lustigen Sachen. Und dann atme in diesen Punkt hinein. Und jetzt stell dir vor, wir sind so Affen im Wald. Dann klopfen wir uns auf die Brust. Mach einmal. Ja, genau. Weiter oben, komm noch einmal weiter rauf. Ja, genau, da oben. Aha, und dann mach dich einmal ganz groß, kleine Sarah. Genau, und dann sagst du, ich kann das. Ich will das und ich mache das jetzt, denn ich bin voller Liebe und ich bin so stark und ich bin so mutig und ich habe so eine Freude am Leben. Und atme. Sehr gut. Und dann komme ich hinunter auf den Bauch und dann klopfen wir uns mal rechts und links auf den Bauch und dann lass dir mal alles los. Lass mal. Mach einmal so ein ganz komisches Geräusch. Mach einmal. Das ist vom Stuhl gefallen. Sehr gut. Und klopfen, du kannst es, du schaffst es. Okay. Genau, dann schüttel mal den ganzen Körper durch. Gut. Okay. Und jetzt hol dir die kleine Sarah und stell dir vor, du könntest sie ganz klein machen. So wie so eine ganz kleine Puppe und du kannst sie in deine Hand hineingeben. Du kannst sie nur ein bisschen schaukeln, sie ein Bussi schicken. Und dann kannst du sie
in dein Herz hineinnehmen. Und dann stell dir vor, wie diese kleine Sarah jetzt mit diesem Push an Energie, mit so viel Liebe jetzt in so einer goldenen Bubble groß wird. Vielleicht kannst du dir sogar vorstellen, wie sie langsam größer wird, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Jahre. Und sie geht durch all die Momente im Leben hindurch, die vielleicht herausfordernd waren. Manche waren lustig, manche waren weniger lustig. Und irgendwas ist anders. Und du merkst vielleicht, wie sie so ein zufriedenes Lächeln im Gesicht hat. Vielleicht siehst du so ein inneres Licht in ihr. Ich weiß nicht, was dir auffällt. Aber stell einfach fest, was anders ist und dann lass sie groß werden. Lass es einfach ans Universum abgeben und sagen, okay, I've done my bad. Und dann verbinde dich wieder mit der ganz kleinen Sarah und gib ihr einen Platz in deinem Herzen. Stell dir vor, du könntest ihr eine Kuschelhöhle bauen in deinem Herzen, einen kleinen Palast, was auch immer sie mag. Vielleicht ist es auch eine Holzhütte. Und dann in diesem Platz ist sie sicher, da wird sie geliebt, da fühlt sie sich beschützt und so gesegnet. Und du kannst immer wieder zur kleinen Sarah gehen und sagen, hey, brauchst du halt was? Kann ich mit dir spielen? Brauchst du eine Umarmung? Was kann ich für dich tun? Und an manchen Tagen wird sie dir vielleicht irgendwas sagen, was sie gern hätte von dir. Und dann irgendwann wirst du merken, dass sie sagt, nö, alles gut, danke, mach du nur. Und dann, wenn du das Gefühl hast, dir geht es richtig gut, dann erlaube dir, dass du ihren vielleicht einen Busserl noch gibst oder eine Umarmung gibst oder einen letzten Kitzler. Und dann kommen sie hier und jetzt zurück und bring all das mit, was dir gut tut. Und wenn du dann tief ein- und ausatmest in deiner eigenen Zeit, komm ganz ins Hier und Jetzt zurück und streck dich vielleicht aus. Ja, sag mal, ja. Welcome back. Oh, danke, Joy. You're so welcome. Wie geht's dem Sarahs? Also, es war lustig, weil zwischendrin hat so die kleine Sarah gedacht, also die Joy ist ja völlig durchgeknallt. Weil sie ist echt nett und lustig. Und das war so der Moment, wo sie sich dann irgendwie auch drauf eingelassen hat und gesagt hat, okay, also die Joy, die ist wirklich durchgegangen, aber eben lustig, also komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich liebe es, wenn mir Kinder sagen, wenn sie mich so anschauen mit dem, hä, spinnt sie jetzt vollkommen? Es gibt immer so diesen kurzen Moment und dann schaue ich sie so an und dann so, okay. Und dann dürfen wir spielen. Und es ist lustig eben, weil ich habe dich ja schon oft klopfen sehen und so. Und mein Erwachsenes, ich dachte immer, ja, die Joy, die wird schon wissen, was sie tut. Die hat es gelernt, die ist ein Profi. Ich mache das so mit, ohne das zu hinterfragen, ja. Und jetzt dieses innere Kind, das nimmt es ja nicht einfach so an, ja. Nee, es ist schön jetzt. Und vor allem, was so das Ende war, sehr, sehr heilsam, ist so dieses, es hat mein inneres Kind sich so eingekuschelt unter so eine Decke. Ist jetzt da so in meinem heiligen Ort, das ist so ein Wasserfall und ganz viele tropische Bäume und tolle Vögel und so und Pflanzen und Dschungel. Und sie sagt, sie will jetzt einfach eigentlich mal schlafen, weil das war so anstrengend. Verzweiflung über diese viele, lange Zeit, diese Sorgen auch und dadurch diese Schlaflosigkeit von diesen Sorgen. Und also sie will sich jetzt einfach entspannen und genießen und so. Also so ein Vertrauen ist, ganz viel Vertrauen ist zurück. Nice. Ja, bin gespannt, was die nächsten 3 Stunden, 3 Tage und 3 Wochen passiert bei uns allen. Also ich sehe, wir haben einen ganzen Haufen von Kindern hier. 3, 7, 5, 11, 5, 10, 7 Jahre, 13 Jahre, 12 Jahre. Schauen wir mal, wie es unseren anderen Göttinnen geht, oder? Jetzt nehmen wir mal unsere Spotlights weg, dann checken wir mal, wie es den anderen geht. Spotlight. Also, hat irgendwer von euch etwas zu melden? Möchte irgendwer eine Erfahrung teilen? Dann wäre jetzt ein guter Moment. Belegt es herum. Geht es euch gut? Tut es mal Daumen mir wenigstens zeigen. Wie geht es euch denn jetzt gerade? Ja? Sehr cool. Hebt mal die Hand, wenn ihr jetzt einfach einen Unterschied merkt in euch. Ist irgendein Unterschied da? Nice.
Dann auch an euch die Aufgabe, schaut es euch die nächsten 3 Stunden, 3 Tage, 3 Wochen an, was sich verändert. Jedes Mal, wenn wir mit unseren inneren Kindern arbeiten, sind die Effekte in vielen verschiedenen Bereichen zu bemerken. Und mich würde interessieren, wo ihr die Unterschiede überall merkt. Und ich glaube, die Donata möchte gerne was sagen. Bitte, Donata. Ja, hallo. Ich habe jetzt nicht die Hand aufgehoben, wo du gefragt hast, na doch, aber wo du gefragt hast, wer sein inneres Kind irgendwie da bearbeiten will. Aber natürlich habe ich mitgemacht. Und es war sehr interessant, dass ich habe, ich war 5 und ich habe da ein Erlebnis gehabt. Ich weiß das Erlebnis schon, ich habe das einmal jahrelang verdrängt. Das ist ja jetzt auch egal, was es ist. Fünfmal hatte ich auch nicht sagen können, welches Alter das war. Vielleicht war das mit 5. Und da habe ich gespürt, also mir kommt oft vor, mit mir kann man machen, was man will. Wenn man nett ist mit mir, ist es gut. Wenn man nicht nett ist, ist es auch gut. Ich bin so irgendwie so neutral. Ich kränke mich dann nicht und ich freue mich auch nicht übermäßig. So ist es so. Nicht lein. Genau. Und da jetzt bei dem, was wir jetzt gemacht haben, habe ich mich auch genauso gefühlt. Ich war einfach ohnmächtig, energielos. Ich habe alles mit mir machen lassen und habe einfach nicht die Kraft gehabt. Und wo du dann gefragt hast, ja, was braucht denn das jetzt? Und ich dachte, es braucht Energie, es braucht die Kraft einfach. Und dann ist die große Donata gekommen und die hat dann ihm gesagt, hey, du darfst dir sagen, du darfst sagen, was du willst und was du nicht willst. Und es war echt sehr energievoll. Nein. Also ich bin auch gespannt, was passiert mit dem Thema. Ja, interessant. Und ich finde es wunderbar, wenn, weißt du, dass du einfach Energie zurückbekommen hast. Darum geht es ja, ne? Durch diese Integration unserer verschiedenen Teile, ob das jetzt innere Kinder sind oder was auch immer für Labels wir denen geben möchten, worum es uns geht, ist, dass wir uns wieder ganzer fühlen, dass wir einfach mehr Energie haben, weil wir ja merken, wenn wir mit irgendetwas an Stress haben und eben auch unbewussten Stress haben, dann nimmt uns das einfach Energie. Und die holen wir uns jetzt wieder. Stück für Stück holen wir uns unsere Energie wieder zurück, damit wir sie in das funneln können, dorthin channeln können, wo wir sie eigentlich haben möchten, in unsere beste Zukunft. Danke, Donata. Danke. Anne, ich glaube, du möchtest was sagen. Ja, guten Morgen erstmal in die Runde. Ja, es war sehr spannend. Ich war ziemlich verwirrt, dass ich ein 3-jähriges Ich getroffen habe, weil ich dachte, ich hätte eigentlich schon ganz viel gearbeitet. Aber jetzt nach dem Klopfen ist mir der Zusammenhang zu diesem Ereignis klar geworden. Und zwar ging es ums Thema Erdbeermarmelade. Ich bin mit 3 Jahren ins Krankenhaus gebracht worden von meinen Eltern für eine Mandeloperation und da allein gelassen worden. Und das war ein christliches Krankenhaus und es gab dort noch die Nonnen in diesen weißen Gewändern. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich verzweifelt über diesen Flur gelaufen bin und wollte da weg. Und dann hat mich eine Nonne mit in die Küche genommen und hat mich dann gefragt, was ich denn gerne hätte. Und dann habe ich gesagt, ein Butterbrot mit Erdbeermarmelade. Oh. Heute Morgen war die Erdbeermarmelade bei uns leer und wir haben gesucht und haben dann auch wirklich alle ein Erdbeermarmeladenbrot gegessen. Und jetzt konnte ich mich gerade mit diesem Gefühl, selbst wenn ich total verzweifelt bin, da ist ja jemand, da nimmt dich jemand an die Hand und dann gibt es ein süßes Brot. Und das war jetzt so schön, dass ich mich mit dem Gefühl jetzt wieder verbinden konnte. Also vielen Dank. Oh, what a beautiful story. Dankeschön. Danke, Anne. Diana, was möchtest du uns erzählen? Ja, hallo, guten Morgen. Ja, ich bin eigentlich jetzt erst gerade richtig traurig geworden, weil ich mache gerade so eine Phase durch, meine Heimat zu finden. Also ich hatte vor einem Jahr meine Brücken hier in Deutschland komplett abgeschlossen und war jetzt ein Jahr in Dubai. Jetzt sind wir wieder ganz kurz hier in Deutschland und dann geht es weiter nach Südafrika und wir suchen gerade einfach einen neuen Wohnort. Und ich habe jetzt gemerkt, wie sehr mich das doch, also wie sehr ich damit kämpfe, weil ich bin eigentlich jemand, der sehr an so einem Haus und Familie und Heimat gebunden ist. Und ich sehe das jetzt aber für mich als Aufgabe, da jetzt einfach zu lernen und zu wachsen. Und ich dachte immer, das geht alles so ganz easy, aber ich merke gerade, dass das doch sehr schwierig gerade für mich ist. Und
Das hat mich gerade irgendwie total traurig gemacht, weil mein inneres Kind so absolut auch von nicht gesehen werden und verlassen werden. Also ich habe so die totalen Verlassensängste und dann ist natürlich so keine Heimat zu haben schon extrem. Aber ja, ich denke, das wird sich hoffentlich das nächste Jahr geben. Ja, und auch jetzt kommst du an den knackigen Punkt, ne? Jetzt geht's ans Eingemachte mit solchen Herausforderungen. Genau bei einem Thema mit Verlassensängsten, die übrigens sehr weit verbreitet sind. Also wir können immer hier klopfen, wenn wir das spüren. Also das wäre der Punkt, den ich dir mitgebe. Der ist auch so elegant zum Klopfen. Ja. Wann immer du merkst, dass diese Angst hochkommt, klopfst einfach hier und erinnerst dich daran, meine Heimat ist in mir. Meine Heimat ist mein Herz. Irgend so etwas, dass du dich immer wieder in deine Mitte holst. Ich glaube, das wird dir sehr hilfreich sein. Und ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch festgestellt, so sehr ich eine Zigeunerseele habe, also ich liebe es, immer wieder woanders zu leben, so schön und sehr genieße ich es auch, wirklich ein Zuhause zu haben. Und ich bin jetzt auch, ich suche gerade wieder ein neues Zuhause, weil ich aus dieser Wohnung ausziehe. Und ich merke, es ist eine große Vorfreude da, aber es ist auch diese Unruhe, ne? Weil man ja wieder, man weiß, die Wurzeln müssen wieder mitkommen und woanders wieder sich hineinpflanzen. Und die Phase dieses Nichtwissens, die fühlt sich eigen an. Finde ich wunderschön, dass du dir diese Gefühle stellst. Danke. Dann haben wir die Brigitte. Brigitte, was magst du sagen? Ja, es kam eben gerade, als das Thema Krankenhaus auftauchte. Geschrieben habe ich vorhin spontan 12, weil in der Pubertät es sehr schwierig für mich war, starke Akne, das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und dann kam ich aber innerhalb der Übung so wirklich ins Babyalter und jetzt habe ich es hochgekommen, dass ich eben mit einer Gehirnhautreizung mit einem Jahr im Krankenhaus war, Eltern an der Glasscheibe, was ich ja, also man kriegt ja schon in dem Alter eine Menge mit und bewusst eben auch, dass keiner an mein Bett kommen konnte. Und meine Eltern hatten ein Restaurant und so einen Saalbetrieb und hatten keine Zeit, wenn ich also abends geweint habe, immer alleine. So, das sind so Sachen, die ich weiß, aber die jetzt nochmal hochkamen und dann der Schwenker im Positiven, dass jetzt mit meiner Enkeltochter und auch mit meinen Kindern, also dass die abends umsorgt werden und wenn sie nicht alleine einschlafen wollen, dann, ne, so. Und das ist mir eben so bewusst geworden, dass ich jetzt merke, es heilt auch in der nächsten Generation, wird darauf geachtet. Und das finde ich, hat mich auch eben sehr berührt. Wunderschön. Und super schön, wie das auch passiert ist für dich, dass bewusst vielleicht dein Alter hochkam, aber dein Unterbewusstsein hat dir genau gezeigt, wo es eigentlich herkommt. Und ganz das ist genau kraftvolle an dieser Arbeit, weil wenn wir sagen, okay, auch wenn ich nicht weiß und ich lasse es einfach los und ich lasse mich führen zu dem Punkt, wo es eigentlich herkommt, dann kann ich es dort heilen. Weil wir sind ja, Zeit ist ja nur ein menschliches Konzept. Alles ist Energie und diese Energie ist mit allem verbunden. Das heißt, die Energie ist mit der Vergangenheit, mit dem Jetzt und der Zukunft verbunden. Und dadurch, dass wir energetische Wesen sind, haben wir Zugang zu all diesen Zeitachsen über die Energie. Und die Energie sind die Gefühle, die hochkommen. Und deswegen, wenn wir ein Thema ansprechen, so wie eben das heutige von der Sarah, was sich dann in ein inneres Kind-Thema entwickelt, einfach nur dadurch, dass wir drüber reden, wird Energie in euch losgetriggert, automatisch. Und diese Energie nehmen wir und sagen, okay, wo kommt das her? Was ist die Geschichte dahinter? Und in dem Moment, wo wir es erkennen, kann es in Heilung gehen. Weil die Energie einfach sowieso, das Licht, du brauchst dem Licht nicht sagen, was es tun soll. Das weiß schon, was es tut. Aber dadurch, dass wir uns entspannen und auch durch das Klopfen einfach unser bewussten Verstand ablenken, können wir direkt mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Und das ist doch so wunderbar. Und schaut, wie spielerisch es ist. Und jetzt wieder zurück zu dem, was wir gelernt haben aus der Gehirnforschung. Wenn ich etwas lernen möchte, muss ich es 4000 Mal tun, bis ich es kann. Außer ich spiele. Dann brauche ich nur 10 bis 20 Mal das Gleiche tun. Also deswegen ist die spielerische Art des Lernens so effektiv. Isn't that great? Yay! Bevor ich jetzt ausschalte, würde ich gerne doch noch dazu sagen, dass ich ja heute das erste Mal hier bin. Und was du jetzt in der halben Stunde oder
Dreiviertelstunde mitgeteilt hast. Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, aber dieses spielerische Lernen, ich war ja in der Schule tätig, spielerisches Lernen, Quantenheilung, Klopfen, all diese Sachen und diese verschiedenen Phasen von 0 bis 3, von 3 bis 6 mit den Energien. Danke nochmal dafür, du hast heute eine Zusammenfassung gebracht, weil ich arbeite auch mit diesen Sachen und finde es toll, wie ich jetzt selbst mal in einer anderen Rolle bin und das aber alles so gemeinsam ist. Also ganz, ganz vielen Dank. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Ja, das genieße ich auch am meisten in unseren Zirkeln, dass wir alle voneinander lernen. Es ist eine derartige Co-Kreation und das macht sie so toll. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben einen Schritt noch, bevor wir diesen Teil abschließen können. Ist euch aufgefallen, was uns noch fehlt? Die Integration, right? Also wir haben jetzt die Themen angetriggert, wir haben die Energien freigeklopft. Jetzt geht es darum, dass wir die karmischen Bänder mit diesem Leid, mit dem, was passiert ist, kappen, uns nur die Lektionen bewahren und unsere neue Identität integrieren. Die Identität, wo wir unsere inneren Kinder in einem glücklichen Zuhause in uns tragen. Okay, you ready for that? Also connected, also verbindet euch wieder mit dem Kind, das ihr gefunden habt. Hey, Gotti. Und jetzt mit all der Liebe in eurem Herz. Die einzige Verbindung, die wir wollen, ist von Herz zu Herz. Also nur Liebe. Alles andere knallen wir jetzt raus. Are you ready? Okay, wir machen diesen hier. Wir sagen, ich fordere meine Kraft zurück. Und ich gebe dir deine Kraft zurück. Ich fordere meine Freiheit zurück. Und ich gebe dir deine Freiheit zurück. Ich verzeihe dir für all die Schmerzen, die du je kreiert hast. Und ich bitte um Verzeihung für all die Schmerzen, die ich je kreiert habe. Die Vergangenheit bleibt in der Vergangenheit. Und nur die Liebe kann uns verbinden. Ich wünsche dir alles Gute, so wie ich mir alles Gute wünsche. Ein- und ausatmen. Ah, und dann vielleicht legt sie Hand aufs Herz und dann könnt ihr zu euch selber sagen, irgendwas wie, ich bin die Liebe, ich bin immerwährend, ich bin unendlich, ich werde geliebt, ich liebe, Liebe fließt, Liebe, 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 yes, yes, yes. Und dann kommt ins Hier und Jetzt zurück und schaut sie nochmal, was ist passiert, wie fühlt sich euer Energiefeld an, vielleicht ein bisschen mehr Platz, eine höhere Schwingung, ich weiß nicht, was fällt euch denn auf? Schauen wir mal, wie geht es der Traurigkeit, Diana? Kannst du sie noch finden oder ist sie weg? Ist schon wesentlich besser geworden, ja. Also so ein ganz kleines bisschen ist noch da, aber es ist schon sehr wenig. Fröhlicher. Ja. Nice, nice. Was ist mit dir, Brigitte? Wie geht es dir jetzt gerade? Ja, ich habe auch gerade gedacht, ich gucke hier so zum Fenster raus und merke gerade, dass es so, ja, wie wenn man merkt, es wird Frühling, so ein Gefühl, also so klar. Nice. Danke. Danke dir. Was ist mit dir, Donata? Wie geht's dir jetzt? Ich fühle mich wohl. Also für mich ist wirklich so eine Erkenntnis gewesen, jetzt der ganze Prozess. Sie einfach weiß, okay, vielleicht kommt das einfach von daher, von dem Erlebnis und ich brauche das nicht mehr. Ich weiß, es ist jetzt da und das, ja, passt, erledigt. So. Es sind alles nur Erlebnisse, gell? Das hilft mir auch. Also im Englischen sage ich mir immer, it's an experience. It's an experience. Es ist eine Erfahrung. Spannend, neue Erfahrung. Danke, Donata. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück zu Sarah. Wie schaut es denn bei dir aus? Also ich fühle mich auch viel besser und es ist lustig, weil mein inneres Kind war so, ja, du machst ja dann so wenig mit mir und so. Und weißt du, weil wir hatten ja über Weihnachten, ich habe meinem inneren Kind versprochen, wir gehen die Wale angucken auf Madeira in den Weihnachtsferien. Und dann haben ja meine Kinder die Windpocken gekriegt und wir mussten die Reise absagen. Und dann habe ich aber in Versprechen mit meinem inneren Kind sofort die Reise neu gebucht für nächstes Jahr. Und jetzt hat mein inneres Kind aber gesagt, ja, aber so lange will ich jetzt nicht warten, bis wir jetzt irgendwie was Cooles zusammen machen. Und jetzt haben wir gesagt, wir gehen heute oder morgen noch hier. Wir haben ja so einen total schönen Zauberwald da. Gehen wir nachher spazieren, mein inneres Kind. Nice, das ist eine sehr schöne, gefällt mir gut. Machen wir das doch alle. Was könntet ihr eurem inneren Kind jetzt in die Hand versprechen? Ja. Was ihr machen könntet, um es zu ehren?
Und ich finde, also ich mag diesen Ansatz so, dass ich mein inneres Kind frage, was wünschst du dir denn, dass wir zusammen machen? Weil da kommen ja auch ganz andere Antworten, wie man so denkt. Absolut, absolut. Also horcht mal rein. Was wünscht sich euer inneres Kind? Welche Aktion werdet ihr jetzt treffen? Was werdet ihr machen? Um auch ein, das ist ja die Kraft des Rituals, immer wenn wir dann eine Aktion setzen, also wie ein Kerzerl anzünden, die Meditation machen, den Spaziergang gehen, was auch immer es ist, das schließt diesen Prozess noch so schön ab und integriert ihn in eurem physischen Körper. Also ihr möchtet irgendwas tun, ganz egal was es ist, aber fragt mal, was euer inneres Kind denn gerne hätte. Mein inneres Kind hupft gerade vor Freude, weil sie weiß, dass sobald dieser Anruf vorbei ist und ich die Zusammenfassungs-E-Mail geschrieben habe, ich abzische und zwei andere Göttinnen treffe. Eine davon ist schon online, aber ohne Video. Und wir gehen kreativ glammern. Das ist unser Kreativ-Glammer-Vormittag, wo wir uns immer wieder treffen und einfach irgendwas kreieren gemeinsam, bemalen. Und ja, also mein inneres Kind ist zufrieden, freut sich schon. Gibt es irgendwelche inneren Kinder mit tollen Ideen? Dann wäre jetzt ein schöner Moment, das mit uns zu teilen. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was sich euer inneres Kind wünscht, zum Beispiel Elke, wolltest du was sagen zu dem Thema? Ja, hallo. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei und ich fand es jetzt ganz spannend, dieser letzte Prozess nochmal mit diesem Verbinden. Bei mir war immer noch Trauer da und auch so dieses, ich möchte den Schmerz nicht loslassen, ich will auch nicht in die Vergebung gehen. Und ich fand es jetzt ganz spannend, wie schnell das aufgelöst war. Also vielen, vielen Dank dafür. Und interessant ist auch, dass zu den zwei Wochen vorher die Themen, die wir hatten, mit was Männer angeht und so. Also ich war 13 jetzt in dem Prozess und das hat natürlich ganz viel mit meinem Vater zu tun und meiner Mutter, diesem Frau werden, diese Weiblichkeit. Und ich habe mir überlegt, ich werde mich nachher erst nochmal richtig schön schminken und schick machen. Und das also war wirklich toll, toller Prozess. Vielen Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Ja, also hübsch machen wir auch. Ihr könnt jetzt auch ein Kostüm anziehen. Mein inneres Kind liebt es, Kostüme anzuziehen. Und ich habe dafür viele Ausreden, weil immer, wenn ich Yoga zum Beispiel unterrichte, dann ziehe ich mich immer ganz, ganz lustig an. Und die Kinder lieben das. Also wirklich, es ist jedes Mal lustig, einfach sich anders anzuziehen. Also das wäre auch eine gute Idee. Ihr könnt jetzt auch einen klitzekleinen Glitzersticker auf die Wange setzen oder mal mit dem am Tag lang herumgehen. Schaut mal, wie vielen Menschen das auffällt. Es ist einfach, macht mal irgendwas ein bisschen crazy, ein bisschen different, okay? Ich habe das Gefühl, wir sind am Ende angekommen. Wir schließen den Göttinnenzirkel mit meiner Lieblingspraxis. Wir sagen etwas, wofür wir dankbar sind, etwas, worauf wir stolz sind und etwas, was wir begehren, einen Wunsch. Okay, also hierfür bin ich dankbar. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass es euch alle gibt und dass ihr mir Gelegenheit gebt, mehr Deutsch zu sprechen. Ich bin stolz darauf, dass ich meiner Intuition gefolgt bin und so viel von meinem Bedürfnis nach Kontrolle mittlerweile schon abgegeben habe, dass es mir fast mehr Spaß macht, einfach ein neues Thema zu surfen in einem Zirkel, als irgendetwas, was ich mir vorausgesetzt habe. Großartig. Was ich mir wünsche, ist, ja, ich wünsche mir, dass mein deutsches Buch Intuition, der Schlüssel zu mehr Lebensfreude, ein Bestseller wird und dass wir damit ganz viele Menschen erreichen und ihnen helfen können, damit sie sich selber helfen können. Sarah. Wow, ich muss erst mal sagen, ich wusste gar nicht, dass du schon wieder ein Buch geschrieben hast. Ich bringe es auf Deutsch heraus. Es ist sehr, sehr spannend. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Machst du Self-Publishing oder hast du einen Verlag an der Hand? Habe beschlossen, ich mache Self-Publishing. Habe überlegt mit Verlegen und dann war aber Intuition auch wieder mal ganz klar und gesagt, nö, mach das deine, mach so, wie du es willst. Dann kannst du bestimmen, wie es ausschaut. Du kannst bestimmen, wie du es vermarktest. Wenn du es mit einem Verlag machst, dann bestimmen die wieder. Daher also, wenn du Lust hast, lass uns nochmal connecten. Ich habe ein paar richtig gute Tipps gelernt zu diesem Bestseller. Voll gern. Voll gern. Ja, aber jetzt, also wofür bin ich dankbar? Ich bin total dankbar, dass wir in diesem Goddess Circle hier so sein können, wie wir sind. Und dass ich heute, obwohl ich ja ein bisschen mit dir auch in der Teacher Position sein könnte, theoretisch heute ja einfach trotzdem so als inneres Kind hier sein durfte und nicht als Teacher sozusagen hier sein musste. Und das ist doch total schön, eben diese Flexibilität. Dafür bin ich total dankbar. Was war das Zweite nochmal? Entschuldigung. Dein Begehren, dein Wunsch. Mein Wunsch,
mein Wunsch ist wirklich so dieses, dass ich das, was ich heute gelernt habe, in diesem Prozess, auch mit, im Kontakt mit meinem eigenen inneren Kind, jetzt schaffe, zu übersetzen auf mein eigenes Kind im echten Leben. Dieses für mein Kind da sein und ihm zuhören und es nicht ignorieren und das Stolz ist das dritte, gell? Du hast die alle drei schon. Das. Mach, worauf bist du stolz? Na, ich bin stolz auf, auf uns alle. Und auf deine Flexibilität, das war da, worauf du auch stolz warst. Das finde ich sehr, sehr schön. So soll es sein oder etwas noch Besseres? Was ist mit der Lilly? Lilly, würdest du gerne teilen mit uns? Wofür bist du dankbar? Worauf bist du stolz? Und was ist deine Idee? Ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gruppe bin, in Deutsch und Englisch, weil ich bin gebürtige Australierin, schon 30 Jahre in Österreich. Und ich fühle mich so verbunden mit Joy und vielen anderen Damen, wo ich das Gefühl habe, die sind auf so einem hohen Niveau. Und dass ich persönlich Kontakt habe, da bin ich ganz, ganz stolz und dankbar dafür. Also beides schon. Und stolz, dass ich 5 Söhne habe, die alle Wiener Sängerknaben waren, dass ich hier dabei bin und bereit bin zu lernen und zu, obwohl ich schon in Pension bin, ich habe 10 Jahre an der UNO gearbeitet und jetzt bin dabei, mich neu aufzustellen und genau in diesem Bereich mit dieser Mentoring und Selbstverwirklichung und eben in dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, dass wir in dieser ganz neuen Zeitalter sind. Und wenn wir uns öffnen, wenn ich mich öffne, dann automatisch kommen wir zusammen und wir ziehen einfach die Menschen, die Kräfte und die Frequenzen an, die uns unterstützen und die uns helfen und eigentlich noch weiter springen lassen. Yes, yes, yes. Well bragged. Was sind dein Herzbegehren? Mein Begehren ist, dass ich mich traue und klarer ausdrücken lerne, dass ich mehr in die Sichtbarkeit gehe und diese Selbstvertrauen verwirkliche und wirklich bewusster wird, was ich alles schon erreicht habe und das zu herzeige. Das auch zu leben. So soll es sein oder etwas noch Besseres. Danke, danke, danke. Dankeschön. Was ist mit der Sonja? Würdest du den Abschluss machen? Ja, hallo. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen. Und ich bin dankbar, dass du deine Zeit kostenlos zur Verfügung stellst, Joy. Und ich finde es nur bereichernd und stolz. Bin jetzt total aufgeregt, weiß jetzt gar nicht warum. Stolz bin ich, oder das Thema ist genau das, was mich im Moment auch so beschäftigt mit meinem 12-jährigen Sohn, der nicht motiviert ist zu lernen und irgendwie so im Moment an gar nichts Freude hat. Also da konnte ich heute sehr viel mitnehmen. Und mein Begehren ist oder mein Wunsch, dass ich mein Kind bestmöglich unterstütze und auch aktiv zuhöre und, wie du schon heute gesagt hast, auch diese Kontrolle abgebe und ihn so sein lasse, wie er ist. So soll es sein oder etwas noch Besseres. Genau. Ich wünsche mir nur einen besseren Brag. Ich glaube, du könntest ein bisschen mehr angeben. Ich habe es nämlich nicht gehört, worauf du stolz bist. Und es gibt bestimmt was. Auf was bin ich stolz? Ja, eine gute Frage. Ja, ist eine wichtige Frage. Manchmal bin ich stolz darauf, dass ich in der Früh aufgestanden bin. Ja, ich bin stolz darauf, weil es fällt mir ein, dass ich in der Früh jeden Tag die Motivation habe, eine Stunde Sport zu machen, weil mir das wichtig ist, dass ich mich auch in meinem Körper wohlfühle und mir meine persönliche Weiterentwicklung, also da investiere ich jeden Tag sehr viel Zeit und darauf bin ich stolz. Ja, zu Recht, danke. Und auch mittlerweile zu trauen,
Nein zu sagen. Mir fällt jetzt sehr viel ein. Danke. Ja. I like that, I like that, I like that. Okay, wir haben noch Zeit für noch eine. Welche Göttin danke. Möchte auch teilen mit uns? Danke dir. Danke, Sonja. Da, Kunigunde. Wir hören dich, wenn du jetzt sprichst. Nein, wir hören dich nicht. Oje, ich glaube, wir hören dich nicht. Vielleicht ist das Mikrofon nicht irgendwie verbunden. Ich schnapp mir noch wen, während du das anschaust. Nicole, was ist mit dir? Würdest du gerne was sagen? Magst du dich unmuten? Matcha. Jetzt? Jawohl. Ja, ich bin dankbar, dass ich dabei sein kann. Ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei und ich bin total begeistert, dass ich das erleben darf und was sich dadurch verändert. Ich bin stolz, dass ich täglich an mir arbeite, weil nur so erreiche ich auch das Ziel, was ich vor Augen habe. Und das letzte war Begehren und Wünschen. Ich wünsche mir, dass viele Menschen noch die Möglichkeit bekommen, das Gleiche zu erleben. Was für ein schöner Wunsch. So soll es sein oder etwas noch Besseres. Danke dir, Nicole. Danke. Kunigunde, geht dein Mikro jetzt? Möchtest du es nochmal probieren? Naja, wir hören dich leider nicht. Aber du könntest es ins Chat schreiben. Vielleicht ist es so leichter, aber wir würden dich gerne zumindest lesen. Sie sagt, Joy, alles, was, also Kunigunde schreibt im Chat, alles, was sie gesagt hat, trifft zu 99% auf das, was ich sagen wollte. Siehst du, du hast eine Sprecherin für dich gefunden. Wunderbar. Okay, meine Lieben, lasst uns diesen Zirkel offiziell schließen. Legt die Hände aufs Herz oder bringt sie in Herznähe. Seid dankbar für euch selbst, für euren wunderbaren Körper, für euer Zuhause, eure Freunde, eure Liebsten, für all das Gute in eurem Leben. Danke, danke, danke. Sei dieser Tag ein gottvoller für euch, sei er gefüllt mit Liebe und Freude und Leichtigkeit, so dass ihr diese strahlenden Sterne sein könnt, die ihr seid. Danke, 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 dass ihr meine Freundinnen seid und ich freue mich schon auf nächste Woche. Baba. Übrigens, wir stellen jetzt die Aufnahmen auf YouTube, weil dadurch hat jeder dann Zugang und ich kann sie nicht oder ich will sie nicht auf irgendwelchen Plattformen speichern. Und wenn wir sie auf YouTube geben, dann kann jeder die Sitzung sehen. Sie können nur live dabei sein, wenn sie Mitglieder sind. Aber mir geht es auch darum, dass wir sichtbar werden. Und wir tun ja nichts, wofür wir uns schämen müssen. Und ich glaube, wenn mehr Menschen sehen, wie schön Schwesternschaft sein kann und wie erfüllend es ist, gemeinsam an Themen zu arbeiten, dann hoffe ich, dass wir noch viel, 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 viel mehr Frauen werden, damit wir ganz, ganz viel Licht auf diesem Planeten verbreiten. Okay, just wanted to let you know. Also ihr kriegt dann die Aufnahme und es ist ab sofort ein YouTube-Link, dass ihr es alle leichter habt und dann auch wieder die Aufnahmen findet, vielleicht in ein paar Wochen, wenn ihr wieder irgendwo euch was anschauen wollt. Okay? Joy, die Brigitte fragt noch, wie man Mitglied wird. Vielleicht erklärst du es nochmal kurz für die Neuen, die eingeladen wurden. Ah, vielleicht habt ihr den Link von irgendjemand anderem bekommen. Also wie du Mitglied wirst, ist, du gehst auf joymatina.com. Dann gibt es ein kleines / ich schreibe es euch rein, GGC. Also ihr findet auf Joy Martina den Anmelde-Link zum deutschen Göttinnen-Circle und zum englischen Göttinnen-Circle. Ihr könnt euch zu beiden anmelden. Es sind zwei verschiedene Tage. Also Montag um 9 treffen sich die Englischsprachigen und Dienstag um 10 eben die Deutschsprachigen. Ihr bekommt auch, wenn ihr euch anmeldet, eben ein automatisches E-Mail mit diesem Link, den ihr eigentlich nur bekommt, wenn ihr euch angemeldet habt. Aber natürlich, viele teilen es weiter und das ist ja in Ordnung. Wichtig ist, dass ihr bei der Anmeldung auch unsere Vereinbarungen bekommt. Wir haben uns nämlich sehr viel angetan, dass wir ganz glasklare Vereinbarungen treffen miteinander, was wir hier tun im Zirkel und was wir nicht tun. Also Benimmregeln, sodass wir ein gutes Miteinander haben. Also lest euch die zu, lest euch die durch und ja, dann seid ihr dabei. Ihr kriegt dann jeden Dienstag ein kurzes Erinnerungsmail und meistens auch am Dienstag, wenn nicht Mittwoch, dann auch das Mail mit der Zusammenfassung und dem Link, dass ihr es euch anschauen könnt, falls ihr an dem Tag keine Zeit hattet. Okay, habe ich die Frage gut beantwortet? Wunderbar, da ist der Link auch drinnen. Also joymatina.com,
/GGC, also GGC-German für German. Okay? GGC-German. I love you. Alles Liebe. Mua, mua, mua. Bis zum nächsten Mal.